Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz hier bei Pentadoc in der KI-Konferenz zu diskutieren. Das ist wirklich eine ganz tolle Gelegenheit, dass wir Möglichkeiten haben, um sich zwischen Theorie und Praxis auszutauschen. Die Fortschritte der Forschung im Bereich künstliche Intelligenz haben eine ganze Reihe an Möglichkeiten geschaffen, vor denen man vor vielen Jahren überhaupt noch nicht drüber nachgedacht hat. Und diese Möglichkeiten bieten riesige Potenziale. Und wir haben vorhin ja schon ein paar Vorträge aus der Praxis gesehen, die diese Möglichkeiten tiefer erläutern und darstellen. Also es ist eine ganz spannende Veranstaltung hier. Wie sehen Sie denn persönlich die Risiken und Unsicherheiten, die rund um KI bei den Leuten zurzeit oft im Kopf sind? Ja, die Risiken sind natürlich auf der einen Seite nicht zu verschweigen an der Stelle. Es gibt viele Möglichkeiten, sicherlich natürlich Leute zu manipulieren, Inhalte vorzugaukeln an der Stelle, die faktisch gar nicht vorhanden sind. Das sind sicherlich Dinge, wo die Gesellschaft eine entsprechende Schutzmaßnahme für schaffen muss. Eine gewisse Sensibilisierung muss in der Gesellschaft stattfinden. Auf der anderen Seite sind den Risiken natürlich auch eine ganze Reihe von Nutzenpotenzialen gegenübergestellt. Und das muss man letztendlich abwägen gegeneinander. Und in die Vergangenheit der technischen Entwicklung reinschaut, sieht man, dass die Digitalisierung auf der einen Seite viele solche positiven Entwicklungen gebracht, man noch Lösungen finden muss, um die negativen Entwicklungen auch in den Griff zu bekommen. Messen Sie denn den Erfolg einer KI-Initiative? Ja, die Messung des Erfolgs ist eine sehr, sehr spannende Sache. Auch hierzu hatten wir ja schon einen Vortrag gehört, wo verschiedene Maßzahlen verwendet wurden, um tatsächlich den Erfolg zu beschreiben. Das ist etwas, was man sich immer sehr, sehr genau anschauen muss. Und das hängt sehr, sehr maßgeblich davon ab, wie die entsprechenden Anwendungsgebiete aussehen. Wenn man von vornherein weiß, dass beispielsweise gewisse Fälle besonders häufig auftreten, dann ist die Bewertung ganz anders durchzusehen. Insofern ist es nicht immer einfach zu beschreiben, ob ein KI-System erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, sondern man muss sehr, sehr, sehr genau da reinschauen. Man muss beispielsweise eine entsprechende Baseline haben, wo man weiß, das ist die Standardlösung. Ist das diese Baseline eine Lösung, die eine 100%-Lösung darstellt, oder ist die Baseline eine Lösung, die eher bei 70% liegt, und möchte man diese Baseline dann verschieben an der Stelle? Und dafür gibt es sehr, sehr ausgefeilte Techniken, die man sich dann intensiv in dem Anwendungsfall anschauen muss. Welche Partnerschaften und Kooperationen gehen Sie denn mit dem DFKI ein? Das DFKI ist eine Public-Private Partnership. Das heißt, es wird getragen auf der einen Seite von der öffentlichen Hand, von unseren Standortuniversitäten, den Standortsitzländern, und auf der anderen Seite arbeiten wir im DFKI mit verschiedenen Industrieunternehmen zusammen, die uns letztendlich auf der einen Seite die Probleme liefern, die wir lösen, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch die Abnehmer von unseren Lösungen sind, die also quasi unsere Patienten sind, die wir mit den Lösungen dann tatsächlich glücklich machen können und die Leistung dort verbessern können. Die Kooperationsformen sind sehr, sehr unterschiedlich gestrickt. Im einfachsten Fall ist es einfach nur mal ein Austausch von unseren Studierenden, die wir beispielsweise haben. Aber in großen, komplexen Fällen ist es so, dass wir in Konsortialforschungsprojekten gemeinsam versuchen, gewisse Probleme zu bearbeiten. Über mehrere Iterationen hinweg, solche Kooperationen dauern dann nicht selten mehrere Monate oder Jahre sogar. Und manchmal gibt es auch die Situation, dass uns Industrieunternehmen direkt beauftragen, weil sie ein Problem haben, was ganz akut ist und was dann gelöst werden muss. Was würden Sie denn sagen, ist Ihr Flagship-Projekt? Das Flagship-Projekt, ja. Das DFKI ist sehr, sehr heterogen an der Stelle. Wir arbeiten momentan an Ideen, um wirklich so ein Flagship-Projekt, ein Big-Bad-Projekt, wie wir das nennen, tatsächlich auszuarbeiten. Dazu möchte ich jetzt nicht so sagen. Momentan ist es eher so, dass wir einen ganzen Blumenstrauß von ganz unterschiedlichen Projekten in unterschiedlichen Domänen mit unterschiedlichen Technologien haben. Das ist auch das, was das DFKI tatsächlich auszeichnet an der Stelle, dass wir nicht unsere ganze Energie auf ein konkretes Projekt stürzen, sondern dass wir in unterschiedlichen Domänen mit unterschiedlichen Technologien arbeiten und auf diese Art und Weise tatsächlich schrittweise die Industrie weiterentwickeln und schrittweise neue Lösungen für eine produktivere Zukunft schaffen. Herr Professor Fettke, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Teilnahme an unserer Konferenz. Wir würden Sie gerne nächstes Jahr wieder begrüßen.